Und damit ein herzliches Willkommen, meine lieben Freunde, zu einer weiteren kleinen Info über den LS auf der Konsole, auf der PS4. Hauptsächlich ist das Thema 1.6. Also das Update 1.6 ist jetzt für die Konsole draußen. Es ist gestern, aber das Problem ist, ihr könnt es mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß nicht, wann es gestern gekommen ist, weil ich habe das mit Stick. Ich und Stick haben gestern von 17 Uhr oder schon von zeitiger noch bis Abend um 7 oder so gespielt, und das Lustige ist, es kam nie die Meldung, dass das Spiel ein Update bekommen hat. Ich habe nur gesehen, wie um 18 Uhr Aventator, danke dafür erstmal, oder ein paar andere Leute noch, erstmal geschrieben haben, ob die auch das Update haben. Ich habe davon nichts mitbekommen. Ja, ich gehe auf Updaten oder auf Update überprüfen, und dann hauen die erstmal dann 840 MB Update raus. Interessant, interessant, nicht wundern, ich bin gerade auf meiner privaten chilligen Map. Und jetzt sagen wir es mal so, das, was drin steht im Update-Verlauf, könnt ihr drauf scheißen, das stimmt nicht, das ist einfach, das stand schon vorher drin, also da steht nichts dazu, was jetzt das Update gebracht hat. Ich habe jetzt schon mal gespielt ein bisschen heute und habe versucht, irgendwie das Spiel zum Abstürzen zu bringen. Ich habe den Mod-Hänger, mit dem habe ich das nicht ausprobiert, ich weiß gar nicht, ob ich den noch installiert habe, ich müsste den mal deinstallieren, falls ich den noch habe, weil angeblich soll ja man, wenn man mit dem auskippt, soll ja das Spiel abstürzen. Aber ich habe mal eine wichtige Frage an euch. Bin ich jetzt so ein schlechter LS-Spieler, oder ich habe keine Ahnung, aber konnte man nicht, wenn man den Silo King anschaltet und das, was hier rausfällt bei den Kühen, aufsammeln mit dem Silo King? Entweder bin ich doof oder aber es geht nicht. Also es kann auch sein, dass es nicht geht. Da oben Mischverhältnis, ich weiß es nicht, ob ich jetzt ein kompletter Loser bin, aber es ging mal, definitiv ging es das mal. Ich habe das nämlich schon mal gemacht im LS17. Und auch hier, was im Bunker drin ist, ich krieg das hier nicht raus. Zumindest nicht mit diesem Silo King. Und ich verstehe nicht, was ich falsch mache. Also, entweder ist das jetzt mit dem Update mitgekommen oder das ging vorher schon nicht. Aber definitiv habe ich das eigentlich schon mal dieses Jahr im LS17 gemacht. Also, er könnte sagen, was er wollte. Ich habe das schon zu 100% einmal gemacht. Also, sagen wir mal so, das Video hier, was ich jetzt gemacht habe, das ist eigentlich nur dafür da. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was es für Fehler noch im LS gibt. Ob ihr es auch schon geschafft habt, jetzt nach dem 1.6 Update das Spiel irgendwie zum Absturz zu bringen. Wäre interessant zu wissen, ob das Spiel noch abstürzt nach dem zweiten Mal Abbrechen in einem Spiel. Ich bin mal gespannt, wie das sein wird. Aber allgemein muss ich sagen, ich weiß nicht, was geupdatet worden ist. Ich merke auch bis jetzt keine Verbesserungen oder Veränderungen überhaupt allgemein. Es ist alles wie alles beim Alten, ganz normal. Und ich würde mal sagen, es gibt auch keine neuen Infos. Falls heute noch neue Mods kommen, dann werden sie wahrscheinlich wieder richtig, richtig spät released. Und wenn sie, sagen wir mal so, 17 Uhr released werden, da ist, glaube ich, zu spät. Das schaffe ich leider nicht mehr hochzuladen. Aber sagen wir mal, wenn Nachmittag was kommt, dann werden wir es bestimmt noch hinkriegen, irgendwie dazu eine Preview zu machen. Und sonst allgemein, wenn du noch nicht in der Community bist, bei MB Let's Play Community Treff, da komm mal bitte schnell rein, weil wir wollen ja unbedingt die 200er Marke knacken mit den Leuten. Und ja, sonst gibt es, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Wir wollten eigentlich mit dem Pyjiko, falls er das Video sieht, wir wollten eigentlich zusammen mal was machen, irgendwas mit Livestream-mäßigartiges. Das Problem ist, viele werden ihn erkennen, aber das Problem ist, wir haben zeitlich zusammen richtig schlecht Zeit, und das ist richtig doof eigentlich, und wir müssen mal gucken, was ist. Dann steht noch aus mit Hofbesuche. Da müssen wir mal gucken, wie wir das auch zeitlich hinkriegen. Vielleicht machen wir das mal nächste Woche, ich weiß es noch nicht. Wir müssen einfach mal gucken, und ja, deswegen, ich bin dann erstmal, glaube ich, wahrscheinlich raus, und wir sehen uns zu 100% in den Kommentaren. Und auch herrlich, was für Kommentare manchmal reingekommen sind, es ist herrlich. Und vor allen Dingen mit euch dann immer so schön zu schreiben, das ist wunderbar, weil es kommen ja auch immer viele, viele Antworten zurück. Ja, deswegen, ich bedanke mich, bis dann, tschüss.